So, das ist jetzt quasi das Filtersystem von den kleinen Becken mit den kleineren Fischen, die wir jetzt momentan als Abzug hernehmen. Das ist ganz einfach, das ist ein gepumptes System. Da ist eine 3500 Liter Pumpe drin bei den kleinen Becken und bei den größeren sind es 5000 Liter Pumpen. Die filtert man hier durch eine UV-Lampe. Das sind 18 bis 36 Watt Lampen, je nachdem wie stark das man es braucht. Dann kommt das Wasser hier rein, verteilt sich durch den ganzen Filter und da sind eben die Patronen drin. Und ich versuche das jetzt einmal ganz kurz noch hochzuheben, dass ihr mal seht, wie die Patronen ausschauen. Das ist ein bisschen schwer, das Spiel, aber hier sind stinknormale Schaumstoffpatronen. Das ist jetzt auch wieder gute Woche her, also die müssen wir jetzt auch wieder sauber machen, ganz klar. Und das sauber machen, das ist eigentlich auch relativ easy. Da schaltet man die Pumpe aus. Ich zeige jetzt mal ganz kurz. Pumpe ausschalten und dann Zugschieber reinmachen. Wir machen das ganz easy. Wir stellen nur das Rohr auf. Schon kommt das Wasser nicht mehr ins Becken rein, das dreckige. Und dann machen wir folgendes. Man zieht die einfach nur hoch, quetscht die aus. Das machen wir mit jedem 3-4 Mal. Und dann machen wir den Zugschieber auf, das geht in den Kanal raus. Und sobald das Wasser weg ist, machen wir den Zugschieber wieder zu. Schalten wir die Pumpe ein. Und lassen wir das Becken wieder laufen. Und im Endeffekt war es das. Jetzt machen wir 2-3 Mal, bis die Patronen wirklich komplett sauber sind. Man kann ein bisschen mit dem Schlauch hinspritzen. Würde aber nicht empfehlen wegen die Bakterien. Aber das Ausdrücken, das reiten wir alles komplett.